Hallo Leute, willkommen beim LS19 Survival im Niemandsland. Dies ist Teil 58. Jo, hier stehe ich beim Feriendorf mit meinem Baumfresser und ich dachte mir, wo ich jetzt schon unterwegs bin mit dem Baumfresser, könnte ich doch eigentlich auch gerade zu dem einen Feld fahren, das ich erweitern will und das auch bald mal gesät werden will und könnte dort die Bäume wegfressen, die der Erweiterung im Weg stehen. Jo. Gleich sind wir da. Diese kleine Baumgruppe hier möchte ich ja gerne lassen. Obwohl die natürlich, von der Vernunft bzw. vom Feldformat her müsste die eigentlich auch weg. Aber mir gefällt das so gut mit der. Na, ich mache erstmal die anderen. So. Ich glaube, da muss ich erst das Rohr hochfahren. Und dann muss ich die Maschine anmachen. Ah, und einige von euch haben mir geschrieben, sie finden den ja grauenvoll unrealistisch, diesen Baumfresser. Also was die große Kapazität angeht, dass der 70.000 Liter fasst, das ist wirklich sehr unrealistisch. Aber gerade die Firma Brooks, der heißt ja hier Brooks All-in-One, und die Firma Brooks hat sich spezialisiert auf solche Baumhäckslerfräser. Und es gibt Geräte, die sehen dem hier durchaus ähnlich und die machen auch Ähnliches. Allerdings kann man mit dem keine großen stehenden Bäume einfach so wegfressen, sondern man müsste die Bäume reinschieben. Aber man kann mit denen rumfahren, es sind mobile Geräte und die verwandeln einen Baum dann in kleinen Häcksel. Und es gibt andere Firmen, da kann man tatsächlich Bäume einfach so wie das jetzt hier läuft, so ähnlich werden die erstmal umgeworfen und dann zerhäckselt. Es ist also nur unrealistisch insofern, als der die Bäume nicht umwirft. Aber habe ich gerade ein Video gesehen. Und da ist die Firma, die diese Maschinen besitzt und benutzt, ist sehr froh darüber und benutzt die sehr gerne, weil man damit halt in sehr kurzer Zeit Baumgelände platt machen kann, wenn der Bedarf dazu besteht. Also die hatten da so ein Hektar Weihnachtsbaumwald mit Frostschäden. Und die Bäume, mit denen konnte man nichts mehr anfangen. Und dann wollten sie da neue Weihnachtsbäume anpflanzen und sind da mit den Maschinen drüber. Im Prinzip so ähnlich wie dies hier. Also es ist nicht so unrealistisch. Am unrealistischsten ist tatsächlich die Speicherkapazität, die der hat. So. Jetzt können wir ihn ausschalten. Okay, und jetzt gucke ich mal, wie ich das Feld vergrößert kriege. Drehen. Ich
denke mal, ich ziehe das hier einfach möglichst gerade hier runter. Dann machen wir das viereckig. So. Muss ich wieder den richtigen Modus finden. Das ist er. Und größer. So. Ja, und ihr habt mir ja auch geschrieben zu dem Thema Feld mit Landschaftstool machen. Zum Beispiel, dass ihr das einfach sehr schön und befriedigend findet, wenn ihr so ein Feld, ich könnte bis hier hingehen, so ein Feld mit einem Pflug oder Grubber macht. Stimmt, das ist sehr befriedigend, weil das so viel Mühe ist. Und wenn man das dann endlich geschafft hat, dann ist das schon toll. So. Und bei normalen Let's Plays, ah ja, da muss ich vielleicht noch mal kurz erwähnen, damit man Felder mit dem Landschaftstool machen kann, muss man die Karte verändern. Man muss also den Kartenmod bearbeiten. Und das ist nicht so ohne. Es ist nicht wirklich schwierig, aber wenn man halt einen Fehler macht, kann man sich damit auch die Karte verhunzen. Hm. Da bleibt jetzt aber doch viel übrig, wenn man das so viereckig macht. Aber ist in Ordnung, da mache ich hier noch Wiese draus. Und ja, bei normalen Karten würde ich wohl nicht die Karte verändern, sondern das ein neues Feld auch mit dem Grubber machen oder mit dem Pflug. Für einen Grubber braucht man auch einen Mod. Aber hier auf der Niemandsland, wo praktisch jedes Feld selbst gemacht werden muss, weil es gar keine Felder gibt oder nur ein winziges, ganz am Anfang, da ist es mir doch recht lieb, wenn ich, dass ich die hier mit dem Landschaftstool machen kann. Die Felder. Sonst wäre ich auch ewig beschäftigt jetzt. Das ist wohl das Falsche. Mal gucken, das auch. Na toll. Ja, das ist das Richtige. So. Ja. Jawohl, jetzt sieht's ordentlich aus. So. Und vor allem hier so ein Stück Feld zu grubbern, da brauche ich 1-2 Stunden für. Das kann ich euch Zuschauern gar nicht zumuten. Das würde bedeuten, ich muss das dann als Hausaufgabe machen zwischen den Folgen. Da habt ihr nichts davon und ich habe einfach nur Arbeit davon. Darum mache ich das ganz gerne so. Dann könnt ihr sogar auch noch sehen, warum oder ja, wie ich hier das Format mache, warum hier zum Beispiel so eine große Ecke übrig bleibt. Ja, damit das hier zum Beispiel gerade bleibt. Weil es dann für die Helfer einfacher ist und so. Gut, aber ich sehe gerade, hier könnte ich den Weg noch vervollständigen. Da brauche ich jetzt ein anderes Braun. So. Und das muss kleiner und rund. Deutlich kleiner. Ja, das ist das Richtige. So. An dem Bäumchen vorbei. So. Und so. Ja. So. Ja, so ist okay. Gut, vielleicht noch ein paar Blümchen hier, wenn wir schon mal dabei sind. So. Das ist noch normales Gras. Jetzt geht es mit den Blumen los. Okay. So. Und jetzt die weißen.
Schade, dass das hier immer so eckig wird. Aber wenn man das so wild streut, dann fällt das nicht so auf mit dem eckig. So, hier noch ein paar an den Waldrand. Und dann jetzt kommen die kleinen Büsche, genau. Was heißt Büsche? Die Blätterdinger. Kann man so ein paar hinmachen. Das sind... Ah, hier meine Lieblinge, die Mohnblumen. So. Dass ich diese rosanen Blumen und die weißen, die sind auf der Karte mit eingebaut im Landschaftstool. Und dass ich hier die Mohnblumen machen kann, das habe ich auch in der Karte eingetragen. Und da hat mir die liebe Axinia einen Tipp gegeben. Und dann habe ich da noch so ein bisschen rumgesucht und gebastelt, bis ich es hingekriegt habe. Und irgendwann zeige ich euch das mal im Rahmen eines Modding-Tutorials. Aber ich finde, es ist nicht so ohne. Und man verändert da ja auch eine vorhandene Karte. Und dadurch wird es gefährlich. Und daher will ich das jetzt nicht schon so bald machen in dem Tutorial. So, Büsche. So. Aber irgendwann habe ich vor, dass ich das in einem Tutorial mache und euch zeige. So, das reicht jetzt fürs Erste. Vielleicht hier noch ein Büschchen. Na? Da und hier. Es ist weit genug weg vom Feld. Direkt beim Feld habe ich nicht so gerne Büsche. Dass selbst wenn man da fahren kann, ich finde das immer so unübersichtlich. So. Gut. Dann kann da ja ausgesät werden. Und jetzt schaue ich mal, ob ich die paar Hackschnitzel verkaufen kann. Ich denke mal, vom Verdienst her ist das ein schlechtes Geschäft hier mit dem Baumfresser. Also im Vergleich zu Baumsägen und Verkaufen. Aber dafür hat man auch sehr viel weniger Action. So, ihr hattet mir gesagt, vielleicht kann ich das verkaufen hier an der Stelle direkt, wenn ich das Rohr einfahre. Das probiere ich mal. Nee, da tut sich nichts. Und wenn ich ihn zuklappe, tut sich auch nichts. Ich denke mal, dann lasse ich das einfach drin. Und wenn sich's mal lohnt, packe ich das in einen Anhänger und dann wird es über einen Anhänger verkauft. So. So. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr dankbar für dieses wunderbare Gerät. Am Anfang finde ich es schon okay, da mit der Motorsäge um Bäume entasten und Kleinsägen und verkaufen und so. Aber irgendwann wird es einfach nervig. Und da ist hier dieser Baumfresser ein Segen. So, jetzt gucken wir mal, was hier unsere ganzen Erntefahrzeuge machen. Jules sieht fleißig aus, aber vielleicht voll. Nein, gerade noch nicht. Aber gleich kann ich schon mal hier zum Hänger flitzen. So. Sehr viel kommt da nicht zusammen. Naja, ist halt so, ja.
zu. Na, er müsste doch gleich mal stoppen. So. Das hat man davon, wenn man rechtzeitig da ist, dann muss man warten. Okay. Gut, und ich hüpfe mal raus. Ah, es ist gar nicht gedüngt. Gut, dann sollte ich vielleicht bei meinem... Ich glaube, mein Düngetrecker hängt hier... mein Seetrecker hängt hier fest. Da ist Dünger drin. Das heißt, wenn der aussieht, wird gedüngt. Hm. Nun ja, haben wir da auch Sojabohnen. Müsste eigentlich. Da ist auch 50% gedüngt. Das ist okay. So. Dann fahren wir mal zu diesem schrägen Feld. Ich denke mal, da könnten wir vielleicht auch mal Sojabohnen anpflanzen. Hier steht jetzt der Mais voll im... Ja, im Saft kann man nicht sagen. Er ist ja schon trocken, aber reif. Ich glaube, da muss ich noch ein Maisgebiss kaufen. So... lang. Ja, mir gefällt es echt gut mit den vielen Blumen um die Felder rum. Ist ja in echt auch oft so. Na gut, meistens ist der Randstreifen von so einem Feld deutlich schmaler und entsprechend weniger Blumen auch. Aber also hier sieht man schon schöne Pflanzen neben den Feldern. Außer wenn sie gerade frisch gemäht haben. Also ab und zu mähen sie auch mal. So. Ja, Helferich, da legst du einfach gleich mal los. Sojabohnen und Dünger. Sehr gut. Und ihr hattet euch gefragt, ob hier noch ein Schafstall hinpasst. Das könnten wir ja gerade mal gucken. So. Und könnten die Schäfer sozusagen Schichtdienst machen. So, wo sind wir denn? Da. Ja, ich denke mal so ein bisschen knapp. Aber es könnte gehen. Jetzt, wenn man das dreht... Das geht ganz gut sogar. Das mache ich. Ja, so. So. Oder noch dichter. Nee, man sollte an das andere Wasser dranfahren können. So geht eigentlich. Hat ein Loch ins Feld gefressen. Naja, das kann ich dann nach der Ernte mal reparieren.
Ja, aber ansonsten passt's doch ganz prima. Super gut. Oh, es schwebt. Nicht super gut. Habe ich wieder vergessen, es einzuebnen. Dann verkaufe ich den nochmal. So, oh, das wird jetzt wieder eine lange Suche wahrscheinlich. Aber die vielen Blümchen sind, glaube ich, weiter hinten. So. Da. Mal gucken, ob das der richtige ist. Ja. Okay. Gut. Das Gute daran ist, hier habe ich jetzt schon mal die Maße und kann das entsprechend vom Format her machen. Tja, es ist echt schade, dass immer alles topfeben sein muss. Escape und jetzt hier, Zoom, Landschaftsbaum, zack, eckig, nee, macht keinen Sinn, aber größer. Und vielleicht mache ich das so auf mittlerer Höhe. Dann hoffe ich, dass der Weg nicht allzu sehr davon betroffen wird. Denn was so, wenn man rumläuft, ganz klein und harmlos aussieht, ist dann, wenn man es einebnet, oft eine ganz drastische Veränderung. Das sieht man ja hier schon. Das ändert sich hier schon ganz radikal. So. Meinst du, schön Blümchen? So. Okay, ob ich hier gleich das Feld repariere, dann verliere ich natürlich noch ein bisschen mehr von der Ernte, aber schalten wir mal um. Und kleiner. So. Ist das das Richtige? Nein. Das? Ja, das ist das Richtige. Gut. So. So. Denn wenn man in so ein Feld reinmalt, ist es an der Stelle kein Feld mehr. So. Und das hier wird jetzt Wiese. So. Na, knabber, knabber. Okay, gut, das hat doch prima geklappt. Jetzt platzieren wir den Stall. So. Da. Es ist ja auch kein großer Verlust, wenn man den jetzt zweimal platzieren muss. Wenn man so einen Standardstall nehmen würde, dann wäre das schon ein großer Verlust. Das mache ich hier einfach mal etwas näher an der Straße. Dann wird das Feld nicht so tangiert. Das sieht jetzt ganz passabel aus. Mal gucken. Ja. Schwebt zumindest nicht mehr doll. Oder auch gar nicht. Okay. Dann kommen hier mal noch ein paar Blümchen hin. Wenn schon, denn schon. Jawohl, das sind, glaube ich, die rosanen. Ja, prima. Und auch da, wo die Schafe rumlaufen, dürfen ja ruhig ein paar Blumen sein. So. Aber nur so vereinzelt, da wo die Schafe sind.
So. Ja, ich denke mal, das reicht. Gut. Dann kaufe ich jetzt noch ein paar Schafe. Erstmal gucke ich, wie viel ich schon habe. Könnte man vielleicht einfach nochmal so viele machen. Ah ja, das war eine krumme Zahl. 18. 18, 33, 16. Das sind auch nochmal 30, 60, 80. Okay, gut. Ich denke mal, 80 ist ganz sinnvoll. Machen wir hier alle... Wir machen hauptsächlich weiße. So. Und ein paar farbige. Weil dann kann man die Statistik leichter gucken. So. Und in echt ist es, glaube ich, auch meistens so, dass von den schwarzen und braunen normalerweise nur einige dabei sind. Bei so einer Schafherde. Ja. Guck, da könnt ihr schön fressen. Ja. Gras fressen, meine ich. Und dann sollten wir ihnen natürlich auch Gras besorgen. Ich guck mal, ob ich im Silo noch Heu habe. Nee, alles alle. Okay, dann werde ich zwischen den Folgen die Schafe füttern, also ein bisschen Gras machen und denen geben. Und natürlich Wasser. Wasser bringe ich dann auch bei den Pferden vorbei. Und jo, und ich werde noch das Stroh einsammeln, was da hinten auf dem Feld noch auf mich wartet. Das mache ich alles zwischen den Folgen. Und ich denke mal, bis ich das geschafft habe, ist dann auch schon spät Abend, also früher Abend. Bett geht Zeit für Bauern, 7 Uhr und, oder 8 oder 9. Und dann sehen wir uns am nächsten Tag wieder. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.